Und so leicht schält man Spargel. Ich nehme den Spargel, lege die Spitze zwischen Daumen und Zeigefinger und hinten liegt er auf meinem Handballen auf. Dann dazu brauche ich einen Spargelschäler. Dann fange ich oben an und ziehe nach unten. Und am besten ist, wenn es sich überlappt, damit auch ja keine Fasern oder noch restliche Schale übrig bleibt, weil es schmeckt dann nicht so gut und es schmeckt man dann sofort raus. Und es geht auch sehr flott, wie man sieht. Wenn ich den Spargel geschält habe, lege ich ihn zur Seite, schneide ein kleines Stückchen vom Ende ab. Die müssen wir leider wegtun, da sie sehr holzig und bitter schmecken. Und die Schale dürft ihr auf keinen Fall wegtun, weil die brauchen wir noch. Da zeige ich euch in der nächsten Folge, was wir damit anstellen. Wie schaut es eigentlich mit dem grünen Spargel aus? Viele sagen ja, man soll ihn unten abbrechen. Ungefähr so. Aber da geht schon ein großes Stück verloren und wir wollen vom Spargel ja so viel wie möglich verwenden. Ich mache es so ähnlich wie eigentlich beim weißen Spargel. Ich schäle jetzt auch hier beim grünen Spargel allerdings nur das untere Drittel und schneide jetzt allerdings auch wie beim weißen Spargel wirklich ungefähr ca. 1 cm ab. Und jetzt sieht man zum Beispiel, was wir von dem Spargel, den jetzt ich geschält habe und abgeschnitten habe, noch übrig ist und von dem, den wir gebrochen haben. Fazit daraus: nicht brechen, sondern einfach schälen. Davon habt ihr mehr.